Tötet sie alle oder kehrt nicht zurück. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video von mir, von eurem YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Wir spielen heute Call of Duty Black Ops 2. Heute gegen die Bots, weil mein Internet heute spinnt. Aber ich denke, Bots ist wirklich mal eine Abwechslung, weil mit den Bots kann man wunderbar einen Commentary starten. Und heute geht es mir um ein sehr spezielles Thema, was ich heute eingepackt habe in meinen Rucksack sozusagen. Und zwar, wisst ihr das vielleicht? Und zwar, nicht Aua, sondern es geht mir heute um einen YouTuber, den ihr alle kennt. Es ist der SarazaLP. Und natürlich noch den Rambo. Genau, diese beiden Menschen werde ich heute in meinem Video erwähnen. Und ich möchte heute mal auf diese Menschen ein bisschen näher eingehen, weil ein Mann natürlich schon Großes geleistet hat durch seine Super-Homie-Aktion. Und natürlich arbeitet er mit Gronkh. Klar, es ist gemeint der wunderbare SarazaLP. Und SarazaLP, der hat zurzeit ja ein richtig großes Problem am Start, was ich natürlich absolut nicht nachvollziehen kann. Und ich möchte euch jetzt mal sagen, was da los ist. SarazaLP hat ein Let's Play von Fahrenheit gemacht. Ein Spiel, ist ein bisschen anders als Call of Duty. er hat auf jeden Fall Kuss-Szenen dort gezeigt und Sex-Szenen. Das war alles so ein bisschen verpixelt so. Und jetzt hat eben SarazaLP zwei Community Strikes bekommen. Bevor wir jetzt anfangen, Community Strikes, was ist das? Das sind sogenannte Warnungen. Bei YouTube hat man insgesamt drei dieser Strikes. Und wenn man zwei Strikes hat, braucht man noch einen Strike. Und dann hat man eben seinen Kanal weg. Der Kanal wird gelöscht, blockiert und er ist weg. Das ist natürlich nicht so gut für einen SarazaLP. Und jetzt kommt natürlich die große Aufruhr von seinen Fans. Oh mein Gott, SarazaLP verliert seinen Kanal. Alles ist vorbei. Er ist tot. Oh nein. Aber Leute, ich denke einfach, dass sowas wie, wenn SarazaLP wirklich gelöscht wird, wird das nicht viel ändern, weil er hat einfach einen guten Content, eine gute Let's Play-Fähigkeit und er hat einfach drauf. Um es jetzt mal knallhart zu sagen. Und, SarazaLP ist ein sehr guter Let's Player, wie ich finde. Und ich denke mal, er würde wie Phoenix aus der Asche steigen, wenn sein Kanal gelöscht wird, weil er könnte mit jedem anderen... Er könnte immer wieder so groß werden. Er könnte sich auch Zwiebel-LP nennen oder Spargel-LP. Nach einem Tag hätte er wieder 150.000 Abos. Und ja, dann wäre es halt nicht mehr SarazaLP, sondern... Hi, willkommen zu Zwiebel-LP! Heute spielen wir Batman Arkham Asylum oder wie das heißt. Nee, Spaß. Aber Leute, jetzt ist es vorbei mit SarazaLP. Jetzt geht es mir um das andere Thema und zwar um Rambo. Rambo, das ist ein sehr schwieriges Thema. Wenn ihr jetzt denkt, dass ich den Rambo beleidigen werde oder dass ich ein Rambo-Fan bin, da habt ihr wirklich mal falsch gedacht, weil ich heute etwas sagen werde, wie es ist. Wie es ist, wie viele es denken, aber es viele nicht aussprechen wollen. Und ich werde jetzt einfach mal loslegen. Rambo, das ist ein YouTuber, der natürlich nicht gerade positiv in der Szene aufgefallen ist, da er einfach in seinen Videos manchmal rechtsradikale Sprache verwendet oder einen Hitlergruß in einem Video oder zum Beispiel vor seinen Abonnenten raucht, auf Bahnhofsteg einfach so spuckt vor seinen Abonnenten und einfach beleidigend ist und denkt, er wäre der Größte und immer sagt, Fedor hat gehackt, I love Cookies ist ein Hacker, I love Cookies ist ein Hacker. Da denke ich mir manchmal wirklich, wo sind wir hier? Sind wir hier im Kindergarten oder sind wir hier auf YouTube auf einer guten Community, wo wir eigentlich zusammenhalten sollen? Rambo ist für mich ein Beispiel, das ist meine Meinung, der die ganze Zeit auf I Love Cookies rumhackt, dass er geldgeil ist und so. Und Rambo, ich würde lieber mal ein bisschen runterfahren, weil wir sind insgesamt sind wir eine Community und wir müssen zusammenhalten und du machst genau das, was wir nicht machen sollten, und zwar nicht zusammenhalten. Es gab einen YouTuber, einen anderen YouTuber, der hieß KingMando96. Das ist ein Xbox 360-Spieler, der hat mal ein Abo-Treffen mit Rambo gefilmt. Und dort habe ich ja wirklich Schlimmes gesehen, halt eben, dass Rambo vor seinen Abonnenten rauchen tut, was ich nicht gut finde. Wenn jemand raucht, ist das natürlich seine Sache, aber ich finde das nicht gut, dass wenn jemand vor seinen
jungen Abonnenten raucht, das ist kein Beispiel. Ich denke, da könnt ihr mir auf jeden Fall zustimmen. Genau. Rambo ist dope. Ich würde eher sagen, Rambo ist ein Lauch. Ich benutze extra das Wort Lauch, weil ich jetzt hier nicht ihn als Opfer bezeichnen will, weil das ist natürlich in meinen Augen nicht fair, weil er ist auch ein Mensch mit Gefühlen. Er weiß, was er erlebt hat, Leute. Vielleicht hat er damals seine Mutter und seinen Vater durch einen Autounfall verloren und ist dadurch so geworden, wie er jetzt ist. Das wissen wir nicht und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Rambo ein ist. Ja, das möchte ich nicht sagen, weil das ist er nicht. Oder das sind wir alle, weil wir haben alle ein Arschloch. Aber er denkt einfach, er könnte mit dieser Masche, wo er gerade ist, also mit dieser I Love Cookies Hacker Scheißmasche da, viele Klicks machen. Hat er ja eigentlich auch geschafft. Er hat ja das erreicht, was er haben will. Ein paar tausend Abonnenten, ein paar Millionchen Klicks. Und ja, das hat er geschafft. Das muss man ihm wirklich mal zurechnen. Das hat er geschafft. Und ich sage jetzt einfach mal wieder ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. Vielleicht gibt es ein Commentary morgen oder vielleicht ein Real-Life-Video. Ich weiß es noch gar nicht. Mal gucken, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.